glaube, wir alle haben das Video gesehen, oder? Eine junge US-amerikanische Mutter hat gefilmt, wie sie bei sich zu Hause aufräumt und hat dabei 17 Windeln aufgehoben, die quer durchs Haus verstreut sind. Seither wird sie auf TikTok die 17 Diaper Mom genannt. Aber die Kommentare waren jetzt nicht nur negativ, es gab auch viele Kommentare von verständnisvollen UserInnen. Konkret zu wissen, was ein Baby braucht, ist aber nicht für alle Mütter selbstverständlich. Und 15-20% der Mütter leiden an einer postpartalen Depression. Davon entwickelt jede dritte Störung der Mutter-Kind-Bindung. Und im Zuge genau dieses TikToks haben wir uns angeschaut, wie Müttern mit solchen Problemen in Salzburg geholfen wird. Heidemarie Eher ist die Geschäftsführerin des Vereins Jojo. Dieser Verein hat 2011 das Projekt Willkommen im Leben gestartet. Wir haben sie gefragt, worum es da jetzt eigentlich konkret geht. Bei Willkommen im Leben unterstützen wir psychisch belastete oder psychisch erkrankte Schwangere und Mütter mit 0- bis 3-jährigen Kindern. Unser Ziel ist eben, dass wir die Mütter so unterstützen, dass sie eine gute Bindung zu ihrem Baby aufbauen können. Ob eine Frau jetzt von Willkommen im Leben betreut wird oder nicht, hängt nicht davon ab, wie schwer die Erkrankung ist. Laut Heidemarie Eher reicht es auch, wenn die Mütter einfach überfordert sind und Hilfe brauchen. Was haltet ihr von solchen Projekten? Findet ihr, davon braucht es eindeutig mehr?